Geht es dir manchmal auch so? Du bist bereits unterwegs und fragst dich, ob dein Auto abgesperrt ist und die Fenster zu sind? Zum Glück gibt es die MyBMW App. Sie kann aber deutlich mehr, denn sie ist die digitale Schnittstelle zu deinem BMW. Zunächst muss ich die kostenlose MyBMW App auf meinem Smartphone installieren. Das geht über den App Store oder natürlich über den Google Play Store. Und wenn ich die App geladen habe, kann ich mich hier mit meiner BMW-ID anmelden oder auch neu registrieren. Die andere Art, eine BMW-ID zu registrieren, ist über den Button Profile, dann im Fahrzeug auf Jetzt registrieren tippen und den QR-Code scannen. Nach Eingabe der E-Mail und Vergabe des Passworts auf Jetzt anmelden drücken und jetzt kann ich noch eine vierstellige PIN vergeben, die ich einmal bestätigen muss. Um meinen BMW hinzuzufügen, brauche ich jetzt die Fahrgestellnummer. Die finde ich im Einstiegsbereich auf der Beifahrerseite oder aber im Fahrzeugschein. Die wird hier im Feld eingegeben. Einmal bestätigen. Und jetzt kommt ein sechsstelliger Sicherheitscode direkt ins Fahrzeug aufs Display. Einmal antippen und den sechsstelligen Code hier im Feld eingeben. Nach kurzer Zeit erscheint schon mein BMW auf meiner BMW App. Und damit habe ich jetzt eine Fernbedienung online immer dabei. Was kann ich denn damit alles Schönes machen? Ich sehe zum Beispiel hier meinen Ladezustand, meine Reichweite. Ich sehe auch, dass das Fahrzeug unverschlossen ist. Ich kann es verschließen, ein Lichtzeichen geben, hupen, aber vor allem im Winter und im Sommer natürlich auch klimatisieren, kühlen oder heizen. Ich habe die gesamte Ladehistorie in Zukunft hier mit auf dem Telefon. Und wenn ich in den Fahrzeugfinder gehe, dann kann ich hier ganz einfach auch Tankstellen oder Ladestationen finden. Wir sitzen ja im BMW i4, also kann ich mir hier die nächste Ladestation anzeigen lassen und sehe sogar anhand der Symbolik, welche besetzt, welche frei sind, wie die Tarife sind und kann mich mit dem Navigationssystem direkt dahin leiten lassen. Außerdem kann ich über die MyBMW App auch meinen bevorzugten BMW-Partner auswählen und sogar Online-Termine vereinbaren, bei denen ich über die App sogar die Inhalte der Services entscheide. Damit hast du deinen BMW immer online mit dabei.